Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online. Folge Nummer 15, 14, ich weiß es nicht. Und wir haben immer noch keine U-Boote, weil da jemand nicht fliegen kann. Wollte ich den Cargo-Bob eigentlich nur wechseln, hier am Flughafen, weil ich wie hier gerade so, Schluck auf, verdammt, so ein nach hinten Drall habe. Wollte einen Cargo-Bob wechseln, der hat sich leider verhakt und dann ist alles in die Luft gegangen. Jetzt finden wir keine U-Boote mehr. Alter, ich drück den Stick komplett nach vorne und fliegt null nach vorne. Guck mal unter Einstellungen, da kannst du ja auch. Hab ich schon. Ich meine und im Spiel unter Einstellungen. Ja. Ja, da kannst du mal ein bisschen was versuchen. Ich raff das nicht. Steuerung, Anzeige, Audio, Bewegungssensor, Luftfahrzeug. Bewegungssensor, Moment mal. Ah, das ist diese Zigzag-Steuerung, wa? Ja. So, dann mache ich die mal aus. Leck mich fett. Er fliegt ganz normal. Ja. Zwei Sachen. Diese verkackte Zigzag-Steuerung, Alter, das ist die behindertste Erfindung ever. Gut, dann tue ich noch, Das macht schon Sinn, dann steuerst du mit Bewegung. So, Controller ausschalten. Die mit den anderen Controller wieder. Guck mal, die Zigzag-Steuerung ist daran ja nicht schuld. Ja doch, die war die ganze Zeit daran schuld, dass ich nach hinten, ja, weil du den Controller nach hinten gelehnt hast. So ein bisschen, ne? Hättest du nach vorne gelehnt, wärst du nach vorne geflogen. Deswegen die ganzen Motorräder, dass die so einen Linksdrall hatten auch. Dafür kann nur Bubba. Und fürs Nachladen ist diese Funktion ausgeschaltet. Und ich wollte das wie bei GTA 4 so probieren, weißt du? Aber nein. Cool, jetzt kann ich endlich mal ordentlich Cargo-Bob fliegen. Ja, es ist leider immer noch kein U-Boot da. Ich fahre jetzt auch gerade nochmal ein Stückchen weg. Ich fliege nochmal hin. Ja, ich bin auch gerade wieder auf dem Weg. Der Johnny steht an der Landebahn. Ja, soll er. Da ist ein Privatjet. Da steht ein Privatjet. Okay. Nein, Johnny. Nein, Johnny. Oh, der hat nur noch zwei Triebwerke. Was hat der denn gemacht, Alter? Der ist nur auf der Startbahn rumgefahren. Geil, Alter. Hier steht einfach so ein Privatjet drin. Wie viel Level hat der, mit dem du gerade da im Auto bist? Und der ist abgestürzt. Ich bin mit niemandem im Auto. Hä, du bist doch zu zweit? Nein, ich bin am Hafen. Aber dann ist das jemand. Dann haben da welche dein Auto. Nee, Mama. Moment. Ich bin verwirrt. Ach, das ist Dumi da. Der hat. Du hast das gleiche Auto wie Dumi, gell? Keine Ahnung. Den Dominator. Welchen? Warum ist jetzt mein Hubschrauber? Warum brennt der jetzt? Also ich weiß, dass ich ein Dings habe. Ein U-Boot. Ist eins da? Ja. Plopp. Ab ins Wasser. Und hoch bitte. Und rein bitte. Ich fahr mal lieber rauf. Ah, hier ist ein neuer Cargo-Bob. Du kannst dir den hier nehmen, oder? Ja, ich muss erstmal. Wir müssen das U-Boot erstmal wegbringen. Ja, das bringst du hier vor und fliegst dann mit dem Cargo-Bob weg. Warum? Damit wir dann da schneller sind, sonst fahren wir ewig mit dem U-Boot. Achso, ja, klar. Gut, dann fliege ich zum Flughafen und hol mir einen neuen, weil meiner brennt. Gute Idee. Alter, ich bin so froh, dass das hier normal, ganz normal alles funktioniert. Das ist behinderte Zigzag-Steuerung. Ich habe schon Panik gekriegt, ich muss neue Controller holen, Alter. Nee, das ist nicht die Zigzag-Steuerung. Der sie angemacht hat. Ja, warte mal, ich fahre jetzt mit dem U-Boot zum Flughafen, richtig? Nein, du am wo das U-Boot ist, links neben dran. Ja. Da ist normalerweise ein Cargo-Bob. Da stand auch einer. Ja, ist doch. Den nimmst du, um dein U-Boot aufzunehmen. Und ich guck gerade nach meinem Cargo-Bob. Ach so.
Und dann parke ich mal hier. Ich hoffe, das verschwindet jetzt nicht. Einfach so irgendwie unter Wasser oder sowas. Wer ist denn da hinter mir? Ist das Dumi? Nee, das ist Johnny und noch irgendjemand. Kann ich nicht lesen. Wie heißt da irgendwas mit M? Mingyl. Ja, genau. Der ist korrekt, der Johnny. Der macht auch Spaß. Ich mag den Dings mehr. So, da ist ein Cargo Bob. Der Dummy. Wunderbar. Aber woher hat der Dummy denn das Auto? Ey, was für eins denn? Den Dominator, genau denselben wie du hast. Vielleicht von mir. Bist du mit dem vorhin gefahren? Nicht zum Flughafen. In der Wüste stand er. Mein Auto steht noch in der Wüste. Privatjet steht immer noch da. Ich hab mein U-Boot. Ich glaube, ich sehe dich schon kommen. Nee, das ist jemand anders. Nee, ich bin noch da, wo die U-Boote sind. Ist das Dummy? Wo soll ich denn jetzt hinfliegen? Ja, das ist Dummy. Was? Wo soll ich denn jetzt hinfliegen? Erstmal weg, dass da ein neuer spawnt. Okay. Aber ich fliege raus ein bisschen aufs Meer. Du hast dein U-Boot am Haken, ne? Ja, ja, klar. Sehe ich gar nicht. Haken. Ah, doch, jetzt sehe ich's. Sehe das? Ich hoffe, in der Zeit ist jetzt ein neues Respawn, das musst du noch mal ein bisschen weg. Ich will eigentlich ungern zum Flughafen, weil ich denke mal, das will mir bestimmt jemand wegnehmen. Ich flieg mal mit dem Cargo Bob da rein. Das würde ich nicht machen. Jetzt kann ich die Maschine ja schön ruhig halten. Trotzdem. Obwohl, das ist doch ein bisschen zu eng. Ja, ich würde lieber auf Nummer sicher gehen, sonst muss Nummer zum Flughafen. So, dann landen wir den jetzt mal hier schön. Ah, ist doch schön, wieder ordentlich zu fliegen, Alter. Ja, guck mal, warte, mein Auto ist... Mein steht auch noch in der Wüste rum. Hm? Dummy ist gestorben. Er war ein guter Freund. Ist da ein U-Boot, oder? Weiß ich noch nicht, ich muss nur hinlaufen. Lauf schneller. Hörst du meinen Controller? Ja. Jetzt? Nein. Gut. Ich müsste mal bald wieder auf der Xbox One irgendwas machen. Neues Spiel. Ja, ein U-Boot ist da. Perfekt. Haben es endlich hinbekommen. Ja, Alter, wie lange sowas dauert für zwei Leute? Was macht denn die LPT-Crew? Ja, die erzählen ja immer, dass sie ein paar Stunden brauchen. Alter. Ja, okay, bis da jeder ein Cargo-Bob und ein U-Boot hat, das dauert echt ewig. Ich bin wieder am Hafen. Schade, dass er keine Waffen hat, der Cargo-Bob. Heißt ja auch Cargo-Bob. Ja, ich weiß, der ist nur ein Transportmittel, aber ich meine, das militärische Transportmittel ist bestimmt ganz praktisch, wenn man sich wenigstens ein bisschen verteidigen kann. Ja, gut. Aber der wird ja dann auch immer eskortiert. Ja, okay. Ich will mal... Nee, das will ich, glaube ich, immer nicht. Kann ich jetzt einfach mich so ins Wasser treiben lassen? Geil. So. Ich cruise hier draußen rum. Ja, Moment. So. Weg von der Halle. Fast gegen die Halle geflogen. Ach, da steht ein Cargo Bob. Da stehen jetzt sogar zwei. Ja, geh in die Leiter. Warum stehen hier zwei Cargo Bobs? Einer hier von der Dingens und meiner. Aber ich nehme den neuen. $175. Wir brauchen dringend wieder Geld, Alter. Ja, ich habe noch 33.000. Oder ich jedenfalls. Warum kann man sich nicht irgendwie so einen Hangar kaufen? So, zack, aufgegabelt. Das geht definitiv schneller. Ich find's geil, wenn man so einen Hangar sich kaufen könnte. Wie geil das aussieht, Alter. Wow! Nicht gegeneinander fliegen. So, okay, wir fliegen jetzt, gehen wir auf die Map. Ja. Der Hubschrauber sinkt ja nicht. Ich hoffe, er fliegt auch nicht gegen dich. Wir fliegen jetzt an den Westen. Wie? Oben links, da ist ein Spieler.
Wow. Ganz oben. Doch, der sinkt. Geh raus. Ich flieg dir einfach hinterher. Ach, wie geil das gerade ist, Alter. Ich feier das. Ja, dann flieg. Sonst kommen wir heute nicht mehr an. Das war ja eigentlich auch noch nur so eine Vorbereitungsfolge, ne? Soll ich die mit reinnehmen? Ja, klar. Ja, ne? Gut, dann hallo und herzlich willkommen zu GTA 5. Ah. Lol. Fliegen 60 von 100. Schon. Ich hab... Ich 20, steig mal ein bisschen. 25 vielleicht. Ich will auch ein bisschen steigen. Lieber ein bisschen höher, sonst sieht man dich in der Stadt. Ah, Brücke. Hoch. Da kann man auch draufklettern. Müssten wir auch mal machen. Schon bevor du siehst sowas in der Stadt rumfliegen. Alter. Wäre aber dick geil. Jo. Ein Stadion zur Linken, meine Damen und Herren, sehen Sie ein wunderschönes Stadion. Oder auch die Ausstrahlung von Fame Rocher. Zudem kommt Wetten Das bald nächste Woche mit hierher. Jawohl. Wetten Das macht zu, ne? Ne, wahrscheinlich doch nicht. Doch also, nicht? Markus Lanz auf jeden Fall. Ja, das ist klar, der ist auch scheiße. Aber als Moderator für Wetten Das ist der Kacke. Der ist mehr so für Dokumentation geeignet. Ja, so Nachrichtenreporter, weißt du? Wir wollen wohl noch jemanden engagieren. Oh, hoffentlich, Alter, hoffentlich. Wetten das, es wäre so schade, wenn das abgesetzt wird. Ja, ich guck's nicht, also von da ist mir ziemlich egal. Guckst du's nicht? Ich guck das jedes Mal. Nee, ich find's voll langweilig. Hast du am Samstag geguckt? Da habe ich nämlich auch so ein Seil mal geguckt. Johnny hat einen Gangangriff gestartet. Hast du am Samstag geguckt? Nee, da konnte ich nicht, da war ich weg. Da waren tolle Menschen. Wo bist du? Nee, Männer, oh. Mit Parcours. Achso. Und im Flug ein bisschen Cocktails schlürfen. Cocktails, ich verstehe. Nein, die haben so ein Glas, die hatten ein Glas, die dann Strom, haben Saltos über die Kekse gemacht und im Flug getrunken. Aus dem Glas. Cool. Ja, ist nicht schlecht. Jetzt, da ich das Ding endlich mal richtig steuern kann, müssten wir auch mal probieren, ob wir damit in die Dingens reinkommen. Woran? In Sperrgebiet. Es wird halt recht schnell abgeschossen, gell? Mit dem kannst du nicht ausweichen. Nee, aber damit haben wir eine Chance. Normales Flugzeug vom Flughafen, gell? Oder normales, ja. Ein schön schnelles. So ein Kampf, den Dingens, den Privatjet. Dummi ist gestorben. Special Force hat das Spiel verlassen. Super Mario 1907 ist da. Philip No One. Wen haben wir noch? Irgend so Typen. Ich sehe dich nicht mehr. Auch wieder ein 185er. Kauft euch mal ein Leben. Mein Zocken ist okay, aber so hardcore? Ja, das heißt ja nicht, dass sie es überhaupt gemacht haben. Nein! Bist du auch dämlich. Ich sehe nur noch so, ach, Wetter, er berührt den Berg. Ist dein U-Boot kaputt? Ja. Ey, Alter. Ey, das fuckt so ab. Dann lass doch los. Ah, nicht auf mich. Ja, würde ich sagen, ich flieg alleine. Flieg du geradeaus weiter, ich flieg zurück. Alter. Ich mach alles kaputt, Alter. Ja. Ah. Das ist echt so schwer. Gut, das nehme ich jetzt aber nicht auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge und hoffentlich haben wir es dann auch geschafft. Hoffentlich hat er es dann auch geschafft. Ich, ja. Scheiße. Oh, Dummi ist auch. So, hallo und ja. Ich sag mal Entschuldigung. Und zwar, ja, ist ja gut. Wir wollten eigentlich die Challenge halt machen. Mit dem U-Boot da, wir wollten halt da ein bisschen rumfahren. Leider hat sich herausgestellt, dass Streamtex noch einen Termin hat, daher können wir das nicht mehr machen. Die Aufnahme haben wir jetzt abgebrochen. Wir hatten beide ein U-Boot, ich hätte nur noch dahin hinten hinfliegen müssen und dann hätten wir es auch geschafft. Aber, nee, er kann halt nicht mehr und deshalb müssen wir das ein andermal machen.
keine Ahnung, ob in der nächsten Folge wir. Ja. Ob wir das in der nächsten Folge nochmal machen oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es sehen wollt. Dann wiederholen wir das natürlich auf alle Fälle und hoffentlich läuft es dann besser. Yay! Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von GTA Online, beziehungsweise mit dem Herr Dreamtex und vielleicht auch noch anderen Leuten. Auf alle Fälle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.